noch mal ein paar Fakten über YouTube sagen. Und zwar, ich meine, es kann jeder sich einen Account anmelden. Nur braucht man auch die Voraussetzungen, wie zum Beispiel Computer, Internet, und man muss sich ein Thema aussuchen, was die YouTube-Szene noch nicht kennt. Sag mal, wenn ihr irgendwelche Gaming-Szenen machen wollt von Let's Play, weil diese Plattform Gaming Let's Play auf YouTube, das ist einfach zu riesig. Ich meine, da bist du mal froh, wenn du wirklich mal ein paar Klicks hast und wirklich ein paar Abonnenten und ein paar Kommentare oder Dislikes oder Likes, ja, die ganze Scheiße da. Seid da mal ganz froh. Gut, zurzeit habe ich 426 Abonnenten und 53.000 Aufrufe. Das ist für mich als kleiner, sag ich mal in Anführungsstrichen, als kleiner YouTuber schon eine große Sache. Ich meine, manche Leute machen Videos mit einem Video 250.000 Aufrufe. Gut, die haben auch riesen Sponsoren, riesen Abonnenten und riesen Verträge. Und ja, das sind einfach mal Netzwerke, da kommst du einfach mal nicht drin. Also, da musst du schon irgendwelche Leistungen bringen und die Voraussetzung hat man einfach nicht, ja, weil sowas kann man meistens auch nicht alleine stemmen, ja. Und wenn ihr euch fragen solltet, wo bin ich hier, ja, das ist so mein Ort, wo ich einfach meine Ruhe haben will, wo ich jetzt ab und zu mal ein paar Vlogs machen werde, ja, was mir stört und was mir gefällt, sag mal, aber das kommt, wie gesagt, alles ein bisschen später. Ja, und in Zukunft, sag mal, wie gesagt, ein paar Fakten über YouTube. Wie kann denn zum Beispiel eine Person bestimmen, welche Leute er in die Videos mit einnimmt, sag mal? Ich meine, wenn ich Besitzer eines YouTube-Channels bin, da bestimme ich doch meistens, ja, wie gesagt, wie kann eine Person bestimmen, wer in meine Videos reinkommt? Ich meine, was gibt es nicht? Ich meine, zur Zeit bestimmt ich, wenn meine Büste kommt, und wie gesagt, kein anderer. Ich meine, was soll denn das hier, wenn die Spinze halt mal? Und das tut mir nicht an. Ich meine, wenn er Ahnung hätte von die ganze YouTube-Scheiße, dann soll er sich seinen Account einhängen. Ich kann das immer nur so oft sagen wie möglich, ey. So oft genug kann ich das nicht sagen. Ich meine, jeder kann es machen. Nur müsst ihr euch da eine Szene ausdenken, und ja, ihr braucht doch natürlich auch die Mittel, Computer, Netzwerke, ja, und ihr müsst euch einen Namen machen, weil sonst funktioniert das einfach nicht, sag mal. Und ich habe mir damals auch gesagt, waren die Videos, die du machst, Alter, die werden dir einen Scheißdreck bringen, Alter, Fanmeier, Fußball, ja, haben mir 20.000 Aufrufe gebracht, Silvester-Videos laufen bei mir ganz gut, und man kann nicht mal voraussagen, die Videos, die kommen nicht an. Es kommt immer darauf an, wie man die Videos macht, welchen Themenbereich, sag mal. Ja, und dann ruft es einfach schon eine Weile her, zum Beispiel Kinderkrankenhaus. Ja, halt über auch 10.000 Aufrufe, und da war ich mal in Liebenau, in Schwimmbad hoch, 6.000 Aufrufe. Ich war in Hohenschönhausen, die Monster-Truck-Show, auch über 10.000 oder 14.000 Aufrufe, das luft einfach, sag ich mal. Man kann nicht immer vorher sagen, Alter, die Videos werden nicht nehmen. Man muss immer in kleinen Schritten anfangen, so wie ich. Nur, die bin ja schon 6 Jahre dabei, seit mal irgendwann ist der Name rein. Ja, bei YouTube. Ich meine, irgendwann ist der Name drin. Ja. Nun müsst ihr euch einen gescheiterten Namen ausdenken, und dann könnt ihr sofort durchstarten. Also nutzt die Chance, probiert es einfach mal. Und das ist keine Hürde, seid mal. Ja, ich habe mir damals so gesagt, ey Mann, niemals, ey, niemals. Nur hast du heute die Hardware, die Software, die damals noch nicht gibt, die war heute noch nicht so weit entwickelt wie damals, ja. Und heute ist einfach alles möglich. Ich meine, du kannst aus den Videos mal zaubern, ey, das ist totale geile Sache. Und wenn man die Software dazu hat und den entsprechenden Computer, auch die Internetleitung, ey, dann luftet wie geschmiert, dann luftet einfach nur geil. Ja, und da will man einfach nicht aufhören. Man will immer weitermachen, immer weiter, man will immer durchstarten, immer volle Rohr gehen. Ja, und man will immer das Bestmögliche draus machen. Ich meine, immer die bessere Qualität erzielen, dass Leute dort gucken. Und ja, da werden ab und zu ein paar Videos kommen, wo man sagen kann, ey Mann, die Qualität sieht doch mal richtig geil aus, sag mal. Zum Beispiel hier, wenn ich hier ab und zu erstmal meine Vlogs mache, hier in diese krasse Umgebung hier. Ja, manche Leute machen ja Vlogs im Bus, im Auto, zu Hause, sowas mache ich. Ich will hier meine Ruhe haben, wenn ich sowas mache. Ja, ich meine, hier ist es auch. Jedenfalls noch nicht, und ja,
Ja, den Ort wird wahrscheinlich noch keiner kennen und wenn ihr mal Bock habt, mit mir mal hierher zu gehen, mit mir mal zum Vlog zu machen, über ein paar Themen zu reden, könnt ihr das gerne machen. Könnt ihr mal ein paar Kommentare mitschreiben oder bei Facebook in die Kommentare, da wäre ich natürlich auch. Ich bin fast überall. Ich bin Facebook, ich bin Twitter, ich bin YouTube, ich bin bei Twitch, ich bin bei Steam, na gut, Steam mal ausgeschlossen. Ich bin überall aktiv. Ich meine, man kann mich überall erreichen, egal wo. Ja, ist scheißegal. Bei Facebook, bei Twitter, Google Plus, bei YouTube. Ja, wie gesagt, aber groß und bündig, ihr könnt mich einfach überall erreichen, wenn ihr einfach mal ein paar Ideen habt. Ihr könnt in den Kommentaren zum Beispiel schreiben, über welche Themen ich sprechen soll. Ich bin eine offene Person, ich kann überall reden, nicht nur über YouTube und Gaming-Szene oder wie ist der Geier was. Nee, schreibt einfach mal in die Kommentare, egal welche Thema, dann kann ich mich dazu äußern. Wenn ihr mal Probleme habt, ey, könnt ihr da hinschreiben, ich versuche da Vlog draus zu machen und euch irgendwelche Ratschläge zu geben, Hilfethemen, wenn wir nicht im Problem, sag ich mal. Und ja, würde mich einfach freuen. Und wie gesagt, wenn ihr mal Bock habt, mit mir hierher zu gehen, ja, einfach mal Bescheid sagen, dann können wir ja mal einen Vlog machen. Ja, wird auf jeden Fall geil und dann können wir das schon regeln, sag ich mal. Ja, wie gesagt, zu den Fakten YouTube, seid nur, ja, macht das, probiert das, ich meine. Ihr braucht nicht mal einen Account haben, um euch da Views anzuklicken, ist ja wahrscheinlich auch schon bekannt. Ja, nee, nutzt mal eure Chance, wenn ihr wirklich eine Idee habt, ey Mann, das gibt's ja bei YouTube noch nicht. Ja, dann versucht es mal. Versucht mal euer Glück. Ja, nur müsst ihr das entsprechende Alter haben, sag mal, wenn ihr da euch ein Thema aussucht. Mal, ach, was weiß ich, über die Natur und ihr seid erst 8 oder 9, ich würde sagen, ja, wie gesagt, das bringt halt euch nicht, wenn ihr einfach so jung seid für YouTube, weil das bringt dann einfach nicht, sag ich mal. Wartet einfach mal ein paar Jahre ab und dann würde schon, sag ich mal. Ich werde wahrscheinlich nochmal einen Vlog machen über diese YouTube-Plattform und zwar da nochmal ein paar Fakten, aber das erzählt dann euch im nächsten Vlog. Ja, und bedanke mich schon mal fürs Zuschauen, ja. Würde ich sagen, reingehauen und bis zum nächsten Mal. Aber wo, weiß ich noch nicht. Ihr könnt es ja schreiben. Und wenn ihr halt nicht schreibt, dann halt doch mal hier vor Ort. Und dann würde ich auf jeden Fall hier nochmal vor Ort den nächsten Vlog sehen. Also haut da rein. Bis dann.